Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kollegen haben es eben schon angesprochen. In den Kommunalparlamenten erleben wir eine zunehmende Fragmentierung, und nicht erst seit der letzten Kommunalwahl. Bereits seit 1999 ist dies zu erkennen. 2004 gab es einen ersten massiven Sprung, und mittlerweile ist es eher die Regel, dass 10, 12 oder 13 Gruppierungen in den Großstädten in den Räten sitzen. Das führt zu erheblichen demokratiepolitischen Problemen, denn wir haben in den kleineren Gemeinden dieses Problem dadurch nicht, dass eine natürliche oder faktische Sperrklausel entsteht, oder wir haben es zumindest viel weniger. Herr Bogomil geht von etwa 2,8% aus, und das führt mich zum ersten Argument, was ich auch vor den Verfassungsgerichten nicht immer so ganz verstanden habe. Es wäre ja eine Möglichkeit, die Räte so klein zu machen, dass wir uns über eine Sperrklausel nicht unterhalten können. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das halte ich für einigermaßen abwegig, so vorzugehen. Das wäre allerdings verfassungspolitisch offenkundig okay. Ich halte das für politisch nicht vertretbar. Und ich will Ihnen an dieser Stelle auch sehr klar sagen, die Kommunalparlamente sind, anders als das oft suggeriert wird, keine Parlamente zweiter Klasse, dritte Liga, oder da kann man mal ein bisschen Politik üben. Hier werden wichtige Kreationsaufgaben wahrgenommen. Hier wird auch der Widerstreit zwischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, also Hauptverwaltungsbeamten, und dem Rat ausgefochten. Und hier muss diskutiert werden in aller Offenheit, in aller Bürgernähe und mit einer hohen Ehrenamtlichkeit die Prozesse, die politisch zu diskutieren sind, transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen. Und gleichzeitig auch noch, das darf man in Nordrhein-Westfalen nun mal nicht vergessen, gibt es ja auch noch die ergänzende Funktion der Bürgerbegehren und auch Bürgerentscheide, die dazu führen, dass das, was früher manchmal auch zu Recht aus meiner Sicht diskutiert wurde, dass man sehr wohl mit sehr niedrigen Schwellen auch in die Ratspolitik eingreifen kann. Und diese Räte, das ist eben angesprochen worden, müssen dies zum Teil unter Zeitdruck machen. Sie müssen Satzungen beschließen, sie müssen auch sich an vertragliche Bindungen halten, und sie müssen das auch zeitgerecht machen. Deswegen können wir eben nicht so tun, als wenn die alle Zeit der Welt hätten, und so tun, als wenn diese Parlamente so nebenbei Übungsorgane für Politik sind. Da möchte ich ausdrücklich widersprechen. Und ich möchte auf einen ganz anderen Punkt hinweisen, das verständlicherweise die beiden Kollegen vorher nicht so ganz angesprochen haben. Nämlich die Fragmentierung führt auch dazu, dass stabile Mehrheiten mittlerweile häufig nur noch durch große Koalitionen herstellbar sind. Und ich sage Ihnen ganz ausdrücklich, diese großen Koalitionen sind nicht nur bei mir, ich glaube, das ist selbst bei den Kollegen der Fall, sollten eigentlich eher die Ausnahme sein. Sie sind eher das Prinzip Teufel plus Beelzebub. Also man treibt sozusagen die Man versucht, sich parlamentarische Mehrheiten dadurch zu erkaufen, dass man eben mit einem eigentlichen meist ungeliebten politischen Partner, siehe meine Heimatstadt Essen, dann doch zusammenarbeiten muss, um eine Mehrheit herzustellen. Ich glaube, wir sind uns einig. Das Modell Große Koalition muss die Ausnahme bleiben, weil sie eben nicht zu mehr Gleichgewicht und mehr Transparenz in den Räten führt, sondern da ist auch die Variante, dass man doch sehr schnell an den Räten vorbei oder zumindest an der Transparenz vorbei Politik machen kann. Und ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wir haben ja heute nur 5 Minuten zu diskutieren, und wir werden sehr ausführlich das in den Ausschüssen dann auch machen. Auch das Thema Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt ist wirklich nicht mehr zu unterschätzen. Und ich meine da nicht, ich fand das einigermaßen merkwürdig, als Sie sich lustig gemacht haben, als es darum ging, die Länge der Ratssitzung und so weiter zu machen. Ich kann Ihnen nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sonntags morgens um 5 Uhr aufstehen darf, um seine Schicht zu fahren, damit man am Wochenende in der Woche für die Kinder da sein kann und auch ein Ehrenamt wahrzunehmen, dann zehrt das bei manchen Leuten wirklich an der Substanz und führt nicht dazu, dass dieses Amt auf Dauer und auch fachgerecht ausgeübt werden kann. Ich finde es alles andere als angemessen, sich über diesen Tatbestand lustig zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen auch klar sagen, wenn Sie ein Modell anbieten, das diese Punkte in anderer Weise darbieten, dann wäre ich sehr dafür, dass wir das machen. Aber wir haben uns sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, gibt es andere Möglichkeiten der Zählsysteme? Gibt es andere Möglichkeiten, Sachen einzuführen?
Wir sind zum Schluss gekommen, wir sehen die so nicht. Und eins will ich aber ganz deutlich an dieser Stelle sagen. Das Absurdeste in der Diskussion, was ich gehört habe, war ja, ach, lasst doch alle rein und dann verwehrt ihnen Antragsrechte, Zugangsrechte zu Ratssitzungen und nun andere Elemente. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer im Stadtrat sitzt, muss vernünftig zusammenarbeiten können. Und das müssen wir vorher regeln und nicht erst hinterher. Deswegen bitte ich um Überweisung in die Ausschüsse.